Volle Geschäfte, klingelnde Kassen. Der 8. Dezember war für viele heute Maria Shopping. Der Feiertag ist ein Fixtermin geworden zum Besorgen der Weihnachtsgeschenke. Aber in die hektische Einkaufsstimmung mischen sich traditionell Proteste. Gewerkschafter warnen vor dem Aushöhlen der Feiertage. Peter Paul Handel berichtet. Mit Kirche hat Maria Empfängnis im Gefühl vieler Salzburger nicht mehr viel zu tun. Eher ist es ein willkommener freier Tag, der so wie hier im Bischofshofen zum Shoppen genutzt wird. Kleine Weihnachtsgeschenke für die Enkel. Und nachdem ich in Altersteilzeit bin, darf ich am 8. Dezember nicht mehr arbeiten und somit habe ich heute frei. Das ist heute mein Tag, wo ich mit meinen zwei Töchtern einkaufen gehen kann. Sonst geht es eh nicht, weil ich ja keinen Führerschein habe. In den Geschäften wird geschaut, verglichen und gekauft, auch wenn der Umsatz heute meist nicht höher ist als an den Adventwochenenden. Im Vergleich zu anderen Samstagen, also zu den verkaufsoffenen Samstagen, ist heute ziemlich die Waage. Also der letzte ist sicher der beste vom Umsatz her, aber also der 8. Dezember ist sicher okay. Ähnlich sehen es auch die Betreiber in der Shopping-Arena im Süden der Stadt Salzburg. In dem im Frühjahr eröffneten Einkaufszentrum ist man mit dem ersten Weihnachtsgeschäft sehr zufrieden. Die Kunden, die heute hier sind, zeigen ja, dass es aufwärts geht und wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung. Wir sind heute voll ausgelastet. Wir rechnen zwischen 13.000 und 15.000 Besucher für den heutigen Feiertag. Die Gassen der Salzburger Altstadt sind heute Nachmittag ebenfalls sehr gut gefüllt. Allerdings, nicht jeder ist gekommen, um Geschenke einzukaufen. Am 8. Dezember nicht unbedingt, da geht man hauptsächlich ein bisschen durch die Gassen und ein bisschen einen Christkindlmarkt genießen. Aber richtig shoppen tue ich am 8. nicht. Am 8. Dezember gehe ich nicht einkaufen. Ich gehe ein bisschen schauen an den Christkindlmarkt und genieße das. Von mir aus können die Geschäfte zu haben. Und genau darauf, dass an einem Feiertag wie heute die Geschäfte normalerweise zu sind, hat auch die Gewerkschaftsjugend mit einer Protestaktion hingewiesen. Wir wollen diejenigen, die heute einkaufen gehen, darauf aufmerksam machen, dass sie die Sonn- und Feiertagsarbeit eigentlich damit unterstützen. Und viele Menschen aber eigentlich sagen, sie wollen gar nicht am Sonntag arbeiten. Das passt für uns nicht zusammen. Für die Angestellten in den Geschäften hatten die Junggewerkschafter heute selbst gebackene Kekse, zusammen mit Hinweisen auf ihre Rechte.